Welche Bedeutung hat Servicequalität und wie kann sie entwickelt werden? Zwei Fragen. Ja, welche Bedeutung hat Servicequalität und wie kann sie entwickelt werden? Zunächst mal die Bedeutung der Servicequalität wird immer wichtiger. Und jetzt ist es gut, wenn man das auch noch begründen kann, sonst könnte man es ja einfach so hinschreiben. Wird immer wichtiger. Warum wird Servicequalität immer wichtiger? Zunächst einmal, was ist denn Servicequalität? Servicequalität ist das Drumherum. Ja, also wenn wir hier ein Produkt P haben, dann ist das hier das Drumherum. T mit etwas rum. Ich weiß nicht, ob Sie den Drudels noch kennen. Ja, T mit etwas rum. Also nicht T mit etwas rum, sondern P mit etwas rum. Und das hier ist die Servicequalität. Das ist also der Support im EDV-Bereich. Ja, das sind viele, viele Dinge. Das ist die besondere Kreditkarte, die man mit dem Autokauf dazu bekommt, wo man dann auch günstiger zu Golfturnieren kommt und. Natürlich der Reparaturservice beim Auto. Das ist die Servicequalität. Also wenn das gut ist, dann ist das Servicequalität. Wird immer wichtiger. Warum? Da die Produkte immer ähnlicher werden. Ja, Unternehmen benutzen heute weitestgehend die gleichen Maschinen oder es gibt da keine dramatischen Qualitätsunterschiede mehr, was die maschinelle Produktion angeht, sodass also Servicequalität immer weiter in den Vordergrund rückt. So, und jetzt war noch die Frage Servicequalität. Entwicklung, also wie kann sie entwickelt werden? Nehmen wir an, wir sind am Anfang und wollen diese Servicequalität als Unterscheidungsmerkmal. Ja, das haben wir ja gesehen, das ist sozusagen die Wichtigkeit auf den Punkt gebracht. Servicequalität wird zum wichtigen Unterscheidungsmerkmal von den anderen, es ist nicht mehr die Produktqualität, ja, oder die Servicequalität, sondern die Servicequalität, wollte ich sagen, sondern die Servicequalität, die wirklich das eine von dem anderen unterscheidet. So, wie kann man anfangen? Erster Schritt, schneller Kundendienst. Wenn der Kunde ein Problem hat, dann möchte er, dass ihm schnell geholfen wird. Also man fängt an, zunächst mal einen schnellen Kundendienst zu entwickeln. Es kann auch eine Hotline sein. Eine Hotline. So, und dann Ausbau. Wir bauen das angefangen mit diesem schnellen Kundendienst und der Hotline bauen wir aus, und zwar Produkt und Service werden zusammen, Schritt für Schritt, ja, das hat man nicht am Anfang sofort, werden zusammen zu einem Lösungspaket. Nicht Produkte, das ist der Spruch, der dahinter steckt hier. Ein Lösungspaket. Nicht Produkte, sondern Problemlösungen verkaufen. Ja, man fängt immer an mit einem Produkt, aber letztlich wollte der Kunde auch nie das Produkt, sondern er möchte ein Bedürfnis befriedigen und ein Problem lösen.
So baut man das also Schritt für Schritt aus. Man verkauft dem Kunde am Anfang ein Auto. Okay, das ist das Produkt. Aber der Kunde möchte ja gar nicht das Auto, sondern er möchte individuelle Mobilität. Er möchte was erleben mit diesem Auto. Er möchte mal einen Ausflug machen. Er möchte hier und da hinfahren. Ja gut, dann verkaufen wir ihm dazu. Jetzt komme ich wieder zu dieser speziellen Karte, also BMW Card und was weiß ich, von Mercedes wird es das gleiche auch geben und von Audi sicher auch. Eine spezielle Plastikkarte. Und mit Hilfe dieser Karte kann er seine individuelle Mobilität leben und dann auch noch günstig in einem Hotel übernachten und ein Golfturnier besuchen, was immer. Ja, oder ein Musical, was immer. Da ist ja so einiges drin dann in diesen Paketen. Ja, so macht man das. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.